Hallo, meine Lieben. Wir legen das sechste Rauhnacht-Orakel. Wir sind in den 12 heiligen Rauhnächten. Die beginnen vom 25. Dezember 2021 und gehen bis 6. Januar 2022. Jede Nacht steht für einen Monat im neuen Jahr. Das heißt, die erste Nacht vom 25. bis 26. steht für den Januar. Und wir sind jetzt in der Nacht vom 30. bis 31.12.2021. Sie steht für den Juni 2022. Ich lege mit folgenden Karten. Und zwar einmal mit den Karten von Jane Roland, mein Rauhnacht-Orakel. Das sind extra Karten für die 12 heiligen Nächte vom Schirner Verlag. Dann habe ich mich entschieden für die Kipperkarten von Salisch aus dem Windpferd Verlag. Und aus dem Königshocht Orania Verlag habe ich mich für die Tarotkarten entschieden von A.E. Wade. Und zum Schluss für die Epic Light Lenormand Karten von Kathleen Bergmann, die 36 Karten und die 36 Zusatzkarten. Und das hier sind meine Karten, die ich geschrieben habe mit einzelnen Themen. Und wir ziehen jetzt das Thema für Juni 2022. Da haben wir das. Ich bin gespannt. Es ist echt jedes Mal spannend. Ja, November. Wir hatten den November kürzlich erst. Aber wir sind jetzt im Juni und entweder ist es jetzt die Zeit zur Vorbereitung auf November 2022 oder es wurde im November 2021 vorbereitet, was jetzt im Juni in Erfüllung geht oder in die Tat umgesetzt wird. Das kann ja auch sein. Muss ja nicht unbedingt die Erfüllung sein. So, ihr lieben Engel, gebt mir bitte drei Karten für das Orakel der sechsten Rauhnacht vom 30. bis 31.12.2021. Jetzt ziehen wir eine Tarotkarte. Ja, das war klar, ne? Das war absehbar. Und wir ziehen zum Schluss eine Kipperkarte. Nein, es ist nicht der Schluss. Ich sage das jedes Mal, ist ganz komisch. So, die ist geflogen. Sie ist so rausgefallen und so möchte ich sie auch hinlegen. Und zwar hierhin. Zum Schluss ziehen wir ein Orakel aus dem Rauhnacht-Orakel von Jane Roland. Seht ihr das? Die ist quer. Das heißt, die nehme ich raus. So, ihr Lieben, wir beginnen. Wir haben hier die weibliche Hauptperson. Das ist eine allgemeine Legung. Das kann auch die männliche Hauptperson sein. Wir haben den Mond und wir haben die Öffentlichkeit. Hier geht jemand in die Öffentlichkeit. Wir haben die vier der Schwerter, die neun Münzen und wir haben die acht der Schwerter. Ich möchte mal direkt weitermachen. Wir haben den angenehmen Brief. Wir haben das große Glück und wir haben viel Geld gewinnen. Also, hier haben wir die zentrale Karte, ist die neun der Münzen. Die neun der Münzen sagt aus, dass es gibt insgesamt zehn Münzen, also es gibt auch die zehn der Münzen. Das ist die absolute materielle Fülle. Mehr geht nicht. Und die neun der Münzen ist die Wunscherfüllungskarte. Es gibt die neun der Kelche. Das ist die Wunscherfüllung im emotionalen Bereich. Das kann sein, dass nicht jeder das so sieht, aber ich sehe das so. Und die neun der Münzen ist die Erfüllung des Materiellen. Der Fülle in dem Falle nicht, was Emotionen angeht. Hier hat jemand die Sehnsucht rauszugehen.
Und zwar wird es jetzt Zeit. Ich spüre richtig, wie diese Person einfach immer wieder sagt, es wird jetzt Zeit, ich muss jetzt in die Öffentlichkeit gehen. Und diese Ruhephase, die vier der Münze, der Schwerter, das ist die Ruhephase. Seht ihr, wie diese Person auf dem Bett liegt und zur Ruhe kommt? Und genau das ist es, diese Zeit ist vorbei. Die Ruhephase ist vorbei, es geht raus in die Öffentlichkeit, aber letztendlich habt ihr noch keinen Plan. Und genau das kommt mir also rein. Das ist jetzt hier, ist das normalerweise das gedankliche Gefängnis, aber mir kommt es so vor, als wenn das ein ganz neuer Schritt ist. Ihr könnt es noch nicht sehen, ihr könnt es noch nicht riechen und ahnen. Ihr habt keine Ahnung, was da auf euch zukommt. Aber ihr geht und ihr geht in die Öffentlichkeit. Und ich habe wirklich das ganz, ganz dringende Bedürfnis, euch zu sagen, ja, macht das. Macht das, gebt eurer Sehnsucht nach. Dieser angenehme Brief, das ist wirklich die Bestätigung, dass ihr das auch machen könnt, dass ihr das gut macht und ihr kommt ins große Glück. Und wir haben hier einmal die 9 der Münzen, die ja für die absolute Fülle stehen und für die Wunscherfüllung. Und wir haben hier das große Glück, was ja auch nochmal für die Wunscherfüllung steht. Und das viel Geld gewinnen, das bedeutet, das hier ist die materielle Seite. Das bedeutet, dass sich das lohnt für euch, dass sich das finanziell lohnt für euch. Vielleicht nicht finanziell, vielleicht nicht wirklich mit dem Bankkonto, aber vielleicht kriegt ihr irgendwas anderes. Vielleicht, keine Ahnung, könnt ihr ein Auto gewinnen oder keine Ahnung. Es wird sich auf jeden Fall für euch lohnen und das spüre ich ganz deutlich. Und wir sind hier in der Energie des Juni 2022 und das hat entweder im November 2021 schon begonnen oder ihr beginnt jetzt etwas, was im November 2022 Früchte trägt. Aber das wird spannend und das wird wundervoll. Und ich lege mal weiter. Und das Labyrinth liegt auf dem Kopf. Seht ihr die 60, die unten liegt? Und tatsächlich ist es so, könnt ihr das sehen, dass es aussieht wie 09 und die 9, na, ich krieg's nicht auf. Die 9 ist die Erfüllung. Die 9 ist die letzte. Normalerweise ist es ja so, dann sieht es aus wie diese, oder dann ist es, bedeutet es die 60. Und hier die 9 ist die Erfüllung, weil die nächste Zahl wäre ja die 10 und die 10 ist mit der 1. Wenn du die Quersumme 1 nimmst, ist es der Neuanfang. Und deswegen ist der 9 die Erfüllung. Und du kommst aus deinem Labyrinth raus und das erfüllt dich. Und wir haben hier die 5 der Kelche in dieser Lage. Und die 5 der Kelche sagt einfach nur aus, dass hier... Sei nicht traurig über das, was du jetzt nicht hast in deinem Leben, was du nicht mehr hast in deinem Leben. Diese Karte sagt, konzentriere dich auf das, was in dein Leben kommt. Noch kannst du es nicht sehen, aber es wird kommen und das wird großartig werden. Und dann haben wir die Karte, das ist die männliche Hauptperson, das kann natürlich auch die weibliche Hauptperson heißen. Und das ist die Hilfe. Das heißt, hier kommt jemand, der dir hilft, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist etwas, und der schubst dich sogar. Und ich sehe auch wirklich, wie er eine Art Mentor ist. Ja, der Reiter mit der Nummer 1. Es kommt in Bewegung. Und zwar jetzt, im Juni. Dann haben wir den Pagen der Kelche und die Pagen stehen immer für die junge Energie. Und vielleicht sprühst du hier vor Tatkraft, vor Energie, vor Ideen. Du hast so einen Ideenreichtum um dich herum, in dir drin. Und genau der sprudelt jetzt. Und seht ihr das, wie dieser Fisch aus diesem Kelch rausguckt, wie so vorwitzig. Und genau so gehst du in die Welt. Du weißt nicht, wo es dich hinführt. Du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht fühlen und du hast keine Ahnung. Du gehst in ein ganz neues Terrain, aber letztendlich gehst du mit Leidenschaft, du gehst mit Herz, du gehst mit viel Liebe. Und die trüben Gedanken, die haben ein für alle Mal
Ausgedehnt. So, und zum Schluss schaue ich jetzt in die Karte von Jane Roland vom Rauhnacht-Orakel. Und hier haben wir die Elemente. Elemente sind elementar. Elemente der Schöpfung, Eckpfeiler allen Lebens, Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther sind die Grundbausteine in dir. Jedes Element bringt persönliche Tugenden und Kräfte zum Ausdruck. Beachte die Elemente in den Rauhnächten. Welche treten besonders hervor? Welche Elemente begleiten dich im neuen Jahr? Welches darf stärker in die Balance kommen? Verbinde dich mit den Elementen und dem lebendigen Wesen der Elemente, indem du dir mit den Bausteinen der Natur ein kleines Medizinrad legst. Zum Beispiel eine Feder für den Osten, in Klammern Luft, eine Kerze für den Süden, die für Feuer steht, eine Schale mit Wasser für den Westen, die natürlich für Wasser steht, und etwas Erde für den Norden, was für die Erde steht. Spüre, in welche Richtung es dich am meisten zieht. Die Elemente in mir und meinem Leben sind in Balance und in Harmonie. Und da kommst du jetzt hin, weil du das, was so unbändig aus dir raus will, dass du das jetzt in Bewegung bringst. Und das hier finde ich eigentlich in dieser Legung die schönste Karte. Ich will sie nochmal holen. Weil sie mit der 9 die Vollendung verkörpert. Jetzt könnt ihr es sehen. Ich wünsche euch einen wirklich schönen Juni 2022. Wir sehen uns gleich im Juli, ihr Lieben. Macht's gut, ciao.